Als Tageshighlight steht der Wandertag an. Die Lehrer erwarten bereits die Schüler samt Eltern und haben eine echte Überraschung parat. Wunderbar, dass ihr da seid, denn auf diesem Hof ist ein Verbrechen passiert. Es wurden Leckerchen gestohlen und die Kriminalpolizei hat mich gebeten, mit eurer Hilfe diesen Fall zu lösen. Und zwar werden wir gleich einige Aufgaben zu bewältigen haben. Und das machen wir in Zweierteams. Und ich würde sagen, Bounce und Luna sind mal ein Team. Und dann Cooper und Emilo. Und dann bleiben natürlich noch über der Ace und der Watson. Jedes Team bekommt Hinweiskarten auf den Täter, den Tatort und das Tatwerkzeug. Und nicht in anderen Gruppen zeigen, ne? Durch Aufgaben, die die Welpen bewältigen müssen, können weitere Hinweise erspielt werden. Also wir haben drei Täter, das ist auf jeden Fall schon mal gut. Wir können schon viel ausschließen. Genau. Wir haben fast alle Werkzeuge. Ja, außer das. Nur ein Versteck haben wir. Genau, ein Versteck. So, ich tue unsere Lösung jetzt hier in den Umschlag. Und den bewahre ich gut auf und dann gucken wir mal, ob unsere oder deine Helfer da drauf kommen. Die kriegen das hin. Komm mal mit. Mal los. Sieger des Spiels ist die Gruppe, die das Verbrechen aufgrund ihrer Hinweiskarten genau benennen kann. Okay, stopp. Guck mal, klappt auch beim Mensch. Die Aufgabe ist es, einen Fluss zu überqueren. Und der Fluss ist quasi dieser Weg hier. Ihr habt gleich die Aufgabe, euren Welpen auf das erste Handtuch zu legen, ja, und dann das zweite daneben zu legen, damit euer Hund trockenen Fußes über diesen Fluss kommt. Wir möchten heute spielerisch mal die ersten kleinen Kommandos trainieren, die wir ja schon im Loft auch vorbereitet haben. Und unsere erste Herausforderung ist jetzt gleich das Platzkommando. Das Team Cooper und Emilo lost den Starter aus. Außerdem ist Watson bereit. Ace muss dagegen noch warten. Es beginnt Luna, die ein Team mit Bounce bildet. So, ihr habt 2 Minuten Zeit und wir starten ab jetzt. Zuerst weiß Luna gar nicht, was Mama da von ihr will. So, und ja, das können wir gehen, ne? Da liegt sie. Also weiter bis ans Ufer. Ich will ja keinen Druck aufbauen, aber die erste Minute ist rum. Ja, sehr schön. Guck mal, jetzt bleibt sie sogar liegen. Die kleine Luna überrascht mich da immer wieder. Die macht es ganz fantastisch. Man sieht auch, sie hat schon verstanden, dass sie Platz machen muss und bleibt hier tatsächlich auch schon sehr lange liegen. Auf die Plätze, fertig, los. Ob Cooper da mithalten kann? Schau, dass du das Futter wirklich erst abgibst, wenn er komplett unten liegt. Der erste Platz war okay. Jetzt wird Cooper ungeduldig. Aber er geht schon von alleine auf das nächste Handtuch. Sehr gut. Super. Auch Cooper bleibt in der Zeit. Der letzte Starter ist Watson. Trick 17. Ist das erlaubt? Das ist regelkonform. Oh, der geht direkt da drauf. Jawohl. Watson? Top Zeit. Ja, komm her. Aufgabe gelöst. Ja, da hat er gezeigt, was er kann. Ja, ja. Hat er gut gemacht. Freude bei den Welpen. Neue Hinweise für die Eltern. Jetzt dürfen Hinweise aufs Verbrechen ausgetauscht werden. Tut mir leid. Auch wenn nicht alle Fragen gelöst werden, ist das Team Bounce Luna auf der richtigen Fährte. Sehr, sehr geheimnisvoll. Und die Lösung rückt immer näher. Schließlich wartet bereits die nächste Aufgabe und damit neue Hinweise. So, scheinbar ist hier unsere nächste Station. Ganz Was genau. ist hier zu tun, Eva? Eure Hunde sollen sitzen bleiben. Und zwar, während ihr einmal um sie herumlauft. Für Bounce gar kein Problem. Emilo dagegen sind Mamas Kreisbewegungen nicht ganz geheuer. Und Ace, er bleibt souverän sitzen. Ich bin überrascht, wie gut das hier bei Ace und auch bei Bounce klappt. Emilo hat da noch seine Schwierigkeiten, eigentlich völlig normal für so einen ersten Aufbau. Da müssen wir mit einem kleinen Trick arbeiten und dann klappt es auch bei ihm. Versuch mal, sitz und jetzt gehst du einmal rum und das Futter nimmst du mal komplett weg. Der schaut so stark auf das Futter, wir haben ihn jetzt 2-3 Mal beruhigt und belohnt. Yes! Er hat es, er hat es. Ja, ich will ja kein Spielverderber sein, aber ihr habt es jetzt leider nicht bestanden. Demnach dürfen nur die Gruppe von Ace und die Gruppe von Bounce einen Verdacht äußern. Und sind damit gegenüber Emilo und Cooper nun im Vorteil. Luna und Bounce wollen sogar schon lösen. Molly Mops mit Fußball im Herrchens Bett. Dankeschön.
Noch ist das Verbrechen nicht geklärt. Und doch sammelt das Team wertvolle Hinweise. So, weiter geht's. Nächste Aufgabe hat wahrscheinlich was mit dem Spielzeugen hier zu tun. Ja, ganz genau. Ihr müsst eure Hunde nämlich gleich an diesen Spielzeugen vorbeirufen. Wenn ihr eurem Hund an einem Spielzeug vorbeiruft, dürft ihr einen Verdacht äußern, wenn ihr es schafft. Ihr dürft aber zweimal einen Verdacht äußern, wenn ihr es schafft, euren Welpen an zwei Spielzeugen vorbeizurufen. Team Watson beginnt. Ist der Fall danach gelöst? Mama Anja legt direkt mal zwei Fallen aus. Macht ihr vorher heiß. Watson! Watson, komm! Hallo! Watson! Oh, toll. Das war eine glatte 6. Durchgefallen. Das müsst ihr die Woche noch mal trainieren, bitte. Eine 6 und kein Hinweis für Watson. Macht es Luna besser? Auch sie bekommt zwei Ablenkungen. Luna, die Nico. Ja! Sehr gut. Wunderbar. Sehr gut. Cooper ist der letzte Kandidat. Kann das Team den Rückstand nach Emilos vergeigter Prüfung aufholen? Supi. Mit beide Bogen. Super. Sehr gut. Klasse. Cooper hat das richtig gut gemacht. Also ich bin sehr stolz. Die letzten Hinweise aufs Verbrechen dürfen ausgetauscht und analysiert werden. Und dann prescht das Team Luna und Bounce vor und will lösen. So, ich glaube, wir wissen es dann. Ihr wisst es? Ja. Ihr wollt einen Lösungsversuch machen? Ja. Okay. Oh, Spannung steigt. Wir glauben, dass es Molly der Mops war mit dem Eimer im Herrchens Bett. Es war Molly Mops mit dem Eimer in Herrchens Bett. Yeah. Der Fall ist gelöst. Fantastisch. Eine Tüte mit Welpensnacks ist der verdiente Lohn. War einfach viel Glück dabei, ne? Und ansonsten super Team. Hat klasse geklappt. Man bildet mehr eine Gruppe halt, ne? Also bemerkenswert, dass man heute viel mehr ins Gespräch gekommen ist, dadurch, dass wir gemeinsam mal eine gute Strecke gelaufen sind. Und ich glaube, den Hunden hat das auch ganz gut getan. Eure Welpen brauchen jetzt definitiv ein bisschen Schlaf. Wir sehen uns beim nächsten Training wieder. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Der Welpentrainer plant dagegen noch einen Abstecher an den Bodensee. Dort lebt Distanzschülerin Bounty. Das 20 Wochen alte Australian Shepherd-Mädchen trainiert seit 2 Wochen außerhalb der Schule, denn Bounty ist taub. Diesmal haben die Trainer etwas ganz Besonderes im Gepäck. Hallo! Hi, hi. Ihr drei! Hallo, Bounty! Ja. So, heute wird's ernst. Ganz wichtiges Thema, eigentlich das wichtigste Thema. Der perfekte Rückruf, den wollen wir heute aufbauen. Klar, wenn ein Hund nichts hört, er erkennt ja auch keinerlei schnell auf ihn zukommende Gefahren. Also sei es ein Auto oder wir wohnen hier im Ländlichen, da kommt auch mal ein Traktor richtig schnell an. Dann muss der Rückruf dermaßen gut sitzen bei einem tauben Hund, sonst keine Chance. Normalerweise benutzen wir ja eine Hundepfeife. Genau. Können wir hier knicken. Rückrufen können wir nicht. Rückrufen können wir auch nicht. Deswegen haben wir uns was ganz Besonderes einfallen lassen. Wir arbeiten heute mit einem Vibrationshalsband. Bevor wir das Vibrationshalsband jetzt hier einsetzen können, müssen wir Bounty natürlich zunächst mal dran gewöhnen. Es kann ja auch sein, dass sie sehr unsicher darauf reagiert. Deswegen werden wir uns jetzt in ganz mini kleinen Schritten da mal annähern. Genau, wir wollen nämlich nicht, dass sie sich davor erschreckt, sondern wir wollen, dass sie das sehr positiv verknüpft. So, das Erste ist mal, dass ich das vor allen Dingen noch gar nicht anziehe. Ich habe das jetzt selber in der Hand, ja, und kann jetzt einfach mal so in die Nähe gehen, ohne dass sie einen großen Kontakt haben, und mache das mal. Also meine Hand vibriert ja mit ein bisschen. So, jetzt gucke ich erstmal, kriegen wir irgendeine Reaktion von Bounty? Nein, kriegen wir nicht. Der Käse ist viel spannender. Ja. So, jetzt lege ich das mal ohne die Hand einfach hier so auf eine sehr unempfindliche Stelle. Bereit, Eva? Ja. Super, da hat man es jetzt schon gemerkt, dass sie reagiert hat. Aber merken soll sie es ja auch. Kein Schreck oder so, ne? Bereit? 3, 2, 1. Zack, zack. Trotz der ungewohnten Vibration, Bounty bleibt cool. Da sind wir ziemlich glücklich darüber, dass es überhaupt sowas gibt und dass wir das jetzt auch so gezeigt bekommen. Weil anders ist ja die Möglichkeit gar nicht wirklich, sie sicher abzurufen. Eva und ich machen das jetzt noch mal vor, aber gleich ist es schon eure Aufgabe. Also wenn ich jetzt sage, vibriert es, damit das Timing gut ist. Bereit? Ja. Jetzt. Zack, man sieht, die Ohren gehen so ein bisschen zurück und danach schaut man, was ist los. Du kannst es als nächstes mal werfen. Da haben wir noch mal eine viel höhere Belohnungsrate. Gerade so junge Hunde, die sind dynamisch, die haben da Spaß dran. Da geht es auch so ein bisschen Richtung Jagdtrieb. Das Signal, unsere Vibration in dem Fall, unmittelbar danach fliegt was. Bereit? Ja. Jetzt.
Jetzt geht's weiter. Also, ich habe wieder meinen Käse. Jetzt spiele ich ihn ein bisschen an. Hat sie schon Spaß bei. So, jetzt guckt sie hier oben, ein bisschen Spannung reinbringen. Sie guckt den Käse an, drückt und dann fliegt das Ding. So, nö. Ich traue euch das hier locker zu. Okay. Wir brauchen den Spannungsaufbau vorher, der war jetzt nicht vorhanden. Noch mehr? Das darf keine fließende Bewegung sein. Was ganz wichtig ist, ist, dass wir es vorher einmal einfrieren, nennen wir das. Ja? Okay. Das heißt, der Hund hat schon so eine Vorfreude. Die Bounty freut sich. Mhm. Jetzt gleich könnte es losgehen. Wann geht es endlich los? Dann kommt das erlösende Signal, in unserem Fall jetzt hier mal die Vibration. Mhm. Und kurz danach fliegt der Käse. Also, Bounty aufmerksam machen, die Vibration auslösen und werfen. Wenn das richtig flitscht und mehrfach auftrifft, genauso soll der Käse fliegen, weil das imitiert am Ende ein Beutetier. Und das triggert die Hunde dermaßen. Und genau das brauchen wir bei unserem Rückrufkommando. Ja. So, einen machst du noch. Okay. Jetzt. Jetzt. Zack, super. So, wir kommen zum entscheidenden Schritt. Jetzt ist Bounty nicht schon vorher mit der Aufmerksamkeit bei uns, ja, sondern es passiert zufällig, so wie es ja am Ende auch beim Rückruf passiert. Der Hund schnüffelt irgendwo oder ist abgelenkt, dann kommt das Signal, in dem Fall eben unsere Vibration. Und das heißt, wenn die gleich reagiert und sich umguckt, dann renne ich volles Programm los, ja. Ja, mit dem Käse im Anschlag, ne, und wenn Bounty so einen Meter von mir entfernt ist, dann werfe ich den auch. Bist du bereit? So, ich bin bereit. Jetzt. Und dann laufen wir los. Und dann fliegt der Käse nach vorne und perfekt. Super Durchgang. Die reagiert schon ganz großartig. Möchtest du mal probieren? Ja. Also, in dem Moment, wo ich jetzt sage, rennst du quasi los, so dass sie den Käse schon sehen kann. Einfach weitergehen. Guck sie gar nicht an. So. Sonst haben wir so eine Erwartungshalle. Bist du bereit? Ja. Jetzt. Guck mal. Ja! Großartig! Schön zu sehen, was hierbei besonders wichtig ist, nämlich Bounty muss sich erstmal orientieren. Die hat nämlich keine Ahnung, wo dieses Vibrationsgefühl quasi herkommt, weil es ja direkt am Körper stattfindet, anders als beim Pfiff. Genau, beim Pfiff, den kann man räumlich zuordnen. Der Hund weiß, aha, da hinten hat jemand gepfiffen, hier nicht. Ich finde es genial, wie Bounty das löst. Die dreht sich einfach extrem schnell im Kreis. Wie so ein kleiner Helikopter. Und jetzt. Also, das Ganze noch einmal, bis Bounty eine gewisse Routine bekommt und ganz locker folgt. Geh mal in die Hocke. Lad sie ein und lob sie noch mal, feier sie richtig. Ja, super. Ja, richtig gut, ganz toll. Das finde ich richtig klasse, wirklich. Es bedarf natürlich Übung und Training, aber wir bleiben dran. Dann sind wir immer noch nicht ganz fertig, aber wir sind dann schon auf einem guten Weg, dass diese Taubheit einfach überhaupt keine Beeinträchtigung für euch im Alltag bedeutet. Ja. Wenn irgendwas ist, meldet euch. Ja. Vielen Dank. Viel Spaß. Ciao.